Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute wird's doppelt gruselig, nämlich A Nightmare on Elm Street, doppelt gruselig deswegen, weil das Game ist von LGN. Man kennt es am Cover links oben, das grausliche Logo von LGN, das wollen wir überhaupt nicht. Es handelt sich hier um ein Game, das man zu viert gleichzeitig spielen kann, kommt nicht allzu oft vor am NES, aber wir spielen das hier mal alleine. Und hauen mal der Schlange auf den Kopf. Hier im Hintergrund das Gruselhaus und die Gruselperson. Ihr seht schon, ich habe richtig viel Ahnung von Gruselspaß. Nein, Spaß beiseite. Ich habe den Film nie gesehen, weil ich schaue keine Horrorfilme. Aber ihr könnt mir gern was drüber erzählen in den Kommentaren. Ich lerne immer gern was dazu. Gut, ich springe einfach über die Schlange drüber. Da fliegt ein Stein von oben runter. Da kommt eine Fledermaus. Fledermaus wird kickgeboxt. Und kann ich da reingehen? Tot, weggeflogen. Tschüss, baba. Das ging ja schnell. Okay, ich kann das Haus nicht reingehen. Ich dachte, ich kann da vielleicht reingehen. Okay, ich musste einfach nur ausweichen. Okay, ich weiche einfach mal den Gegner aus. Ja, die Fledermaus, die ist nahezu unsichtbar. Und da ist ein Zombie. Hüpfen auch drüber. Ich glaube irgendwie. Nein, drüber hüpfen ist vielleicht nicht immer die beste Strategie. Okay. Zombie, haben wir mal Zombie ein bisschen Platz. Die droppen nichts. Nichts droppt da was. Das ist natürlich ein bisschen ein Jammer. Riesenratte brezelt mich weg. Komm, Riesenratte kriegt voll auf die Schnauze. Was passiert jetzt? Alles verschwimmt und ich wache auf und das Bettchen war nass. Doch nicht. Ah, jetzt bin ich dahin gespawnt. Warum auch immer. Wenigstens war das Bettchen nicht nass. So, dann. Ja, ich bin kein Fan von Horror. Ich zocke ja nie Horror normal. Aber hier bleibt nichts anderes über. Wenn man alle NES-Games dieser Welt spielen will, muss man halt auch Horrorspiele spielen. Aber das am NES, das vertrage ich gerade noch. Das ertrage ich gerade noch. Weiß nicht, seid ihr Fans von Horror-Games, wenn ihr das schaut? Wahrscheinlich schon. Ich habe ein paar Mal Resident Evil versucht, aber nie geschafft. War mir immer zu heftig. Weiß nicht. Dafür ist mein Gemüt nicht geeignet. Hund, stirb, geh weg. Das Timing ist irgendwie, die Steuerung ist nicht so richtig fern. Okay, da muss ich einfach nur. Okay, so nicht. So nicht. Ich hüpfe da einfach drüber. Das Skelett kriegt auf die Schnauze. Naja, die Steuerung ist. Sagen wir mal so. Könnte besser gehen. Könnte besser gehen. Das mit den Händen. Komm an. Brechen wir das hier mal weg. Start ist Pause. Okay, haben wir nur geschaut, ob es da vielleicht ein Menü gibt. Hand. Axt! Den haben wir auch weg. Das ist jetzt nicht sehr beeindruckend, muss ich sagen. Grafik ist ganz okay, aber Gameplay, Leute, es fallen Steine runter und ich muss ausweichen. Und das war's. Kann ich darauf gehen? Elm Street. Ein dezenter Hinweis, dass wir uns hier in der Elm Street befinden. Danke. Hätte ich sonst nicht erwartet, bei einem Spiel, das so heißt. So, damit auch alle wissen. Kleine Reihe. Freddy is coming! Freddy. Freddy tötet mich. Instant. Ein Schlag, Game Over. Freddy, komm. Freddy, du kannst nichts. Ich glaube, ich kann nichts. Komm, Freddy. Was macht er denn hier? Der erste Endboss ist Freddy? Ich dachte mir, das wird der letzte Endboss sein. Okay, vielleicht gibt es noch einen Twist. Und ich besiege ihn und er läuft weg. Und ich muss ihn immer wieder wegrätseln. Naja, ich muss schon von hinten angreifen. Ah, schon wieder gestorben, verdammt. Und jetzt? Was ist jetzt los? Continue. Ja, Continue. Fast nicht vergessen, Start zu drücken. Ah. Sprite flackert auch brandlich hier. Komm schon. Stirb doch endlich. Bleibt jetzt.
Ja, und von hinten wieder. Ah, nein, bleib stehen. Ich möchte dich doch nur. Ist er weggelaufen? Fred ist weggelaufen. Und es geht weiter das Spiel und ich werde instant getroffen. Ma, das hätten doch auch irgendwie schöner lösen können. Gut. Jetzt habe ich Freddy nicht besiegt. Hätte ich den überhaupt besiegen können? Keinen Plan. Aber es geht auf jeden Fall weiter mit Gehen und. Aber es gibt immer so Türen da und ich kann in die Tür nicht reingehen. Das finde ich total doof. Oder kann ich doch reingehen und. Nach rechts geht es nicht mehr weiter. Das Spawn down ging, ja? Ich kann nicht nach oben gehen. Muss ich springen? No. Wo muss ich denn da hin, bitte? Und warum kann ich da nicht ganz nach rechts gehen? Der Collider ist da irgendwie im Weg. Ich will da einfach nur da irgendwas machen. Select irgendwas. Wieso geht es nicht weiter? Ich glaube, ich habe das Game noch nicht so richtig verstanden. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich kann da oben nicht reingehen. Aber ich kann zurückgehen. Okay, gehen wir wieder zurück. Haben wir irgendwas versäumt? Was kann es da geben, was man versäumen kann? Der ist aber. Der respawnt einfach nur, glaube ich. Das ist jetzt kein besonderer Gegner. Der irgendwie was. Muss ich darauf gehen vielleicht? Kann ich da irgendwie. Nein, man kann. Es ist einfach nur flach. Warum zeigen die das so? Als könnte man da irgendwo hingehen und dann geht's nicht. Doof, ne? Gut, ja, es ist schon LGN. Habe ich mehr erwartet? Nein, ich habe eigentlich noch viel Schlimmeres erwartet. LGN-Games sind manchmal noch viel schlimmer. LGN, der Regenbogen des Todes. Eigentlich ein Wunder, wie eine Firma so viel schlechte Spiele erzeugen konnte. Ah, ja, ja. Okay, ich bin bald wieder ganz zurückgegangen. Wahrscheinlich, weil ich Shredden nicht besiegt habe. Aber warum geht es hier nicht weiter? Hund, Skelett, Jump'n'Run. Ja, irgendwie. Es kommt kein Fun auf bei dem Game. Es kommt einfach kein Fun auf. Eieieiei. Und schon wieder weggebrezelt. Okay. Come on. Continue. Ja. Komm. Vielleicht muss ich dich wegbrezeln? Nein, du bekommst da eh nochmal. Mich eh tot gemacht. So, inhalier meine Faust, Junge. Der haut da Steine runter, der wird weggebrezelt. Machen wir mal so ein Skelett fertig. Schauen wir, dass man sie auch von hinten eigentlich quasi nicht mehr wegbrezeln kann, sondern nur wenn sie von vorne kommen, weil sie zu schnell sind. Und wenn ich hau, bleibe ich automatisch stehen. Leute. Aber man muss auch was Gutes sagen. Ich sehe immer nach links und rechts genug, weil die Spielfigur immer in der Mitte ist. Finde ich ganz gut gelöst. Weil oft sieht man dann gar nichts in die Richtung, in die man gehen will. Dem ist hier nicht so. Es ist irgendwie auch schade, ich kann nur einen Schlag machen. Freddy is coming! Freddy! Okay, jetzt kriegt Freddy richtig fett auf die Mütze. Freddy, du stirbst jetzt. Ich sterbe jetzt. Okay, nochmal. Freddy, come on. Er hat noch ganz wenig Energie, hat er. Come on. Komm, Freddy, stirb! Von jedem Preis. Ja! Macht alles nix. Ja! Einer hat noch. Weg mit dir, Freddy! Ja! Komm an, du stirbst doch. Du hast doch keine Energie mehr. Du kannst ja gar nicht mehr leben, Mann. Der hat doch gar keine Energie mehr gehabt. Was soll der Mist? Der Energiebalken war doch schon voll down. Und der respawnt einfach irgendwann, oder? Ah, wer denkt sich sowas aus? Wer glaubt, dass das eine gute Idee ist? Ah, ja, einmal mit einem Entwickler von LGN reden. Ja, die hatten wahrscheinlich einfach keine Zeit. Ich nehme mal an, sie hatten einfach keine Entwicklungszeit. Also da hat es die reichste Grafiken. Die Steuerung ist auch. Okay, außerdem, dass du beim Schlagen stehen bleibst, das finde ich echt unpassend.
Aber. Ah ja! Doch so schade. In den Grafiken hätte man ein gutes Spiel machen können. Warum nicht ein bisschen Level-Design? Warum ist das Level irgendwann aus und Freddy kommt instant irgendwann? Ist Schwachsinn. Ist doch alles Schwachsinn. Nein, ich höre auf. Ich höre damit auf. Ich höre damit auf. Das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr Horrorspaß sehen wollt, schaut gleich weiter. Ich verlinke euch die Addams Family. Ich sage bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.